Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Let's Fight, dem Format, in dem ihr mir eure Fragen schicken könnt. Packt die einfach unter das Video. Ich werde alle abspeichern, mir einen Screenshot machen. Jede Frage wird von mir beantwortet, wenn sie nicht schon mal vorkam oder wenn sie so kurz ist, dass ich sie direkt unter dem Video beantworten kann. Springen wir ohne großes Blabla direkt rein. Die erste Frage, und ich schneide übrigens die Namen von euch nicht irgendwie raus, weil ich euch das nicht gönne, dass ihr erwähnt werdet, sondern weil ich nicht weiß, wer wirklich namentlich in dem Video genannt werden will. Wer das möchte, wer vielleicht selber einen Kanal hat, der kann gerne noch unter die Frage drunter schreiben, ruhig den Namen drin lassen. Dann schneide ich den nicht raus und ihr seht auch, welcher User oder welcher Abonnent die Frage gestellt hat. Erste Frage. Hat Khabib wirklich Angst zu verlieren gegen Conor McGregor? Grundsätzlich tue ich mich ein bisschen schwer, bei professionellen Kämpfern, die also dafür Geld bekommen, von Angst zu sprechen. Ich glaube, auf diesem Level hat keine Angst und irgendwie jeder. Irgendwie jeder meine ich damit, es ist immer noch ein Faustkampf. Jeder wird aufgeregt sein vor so einem Fight. Wer das nicht ist, der lügt entweder oder ist so crazy drauf, dass er dann dafür bezahlen wird, weil kein Adrenalin in seinem Körper ist. Also jeder ist aufgeregt und hat auch eine gewisse Form von Respekt oder nennt es Angst, wie auch immer ihr wollt. Ob er jetzt konkret Angst vor einer bestimmten Person hat, das halte ich bei keinem Kämpfer. Gerade nicht in dieser Top-Kategorie für realistisch. Also ich glaube nicht, dass einer Angst vor dem anderen hat. Jetzt ist der Kampf gegen Conor McGregor natürlich für Khabib Nurmagomedov ein Kampf mit relativ wenig, was für ihn abfällt, wenn er nochmal gewinnt, und das Risiko übersteigt das. Also was ich damit meine, ich glaube nach wie vor, dass Khabib der Favorit wäre, weil einfach sein Stil wie gemacht ist für Conor McGregor. Wenn er ihn jetzt nochmal schlägt, dann werden 99% sagen, toll, wir haben es beim ersten Mal schon gesehen und keiner hat mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Falls er aber irgendwie aus irgendeinem Grund verlieren sollte, sei es, weil Conor McGregor super vorbereitet ist und es schafft, den einen oder anderen Takedown zu verhindern, oder sei es, weil er durch einen Blitz-K.O. schlafen geschickt wird. Also wenn Conor McGregor gewinnt, dann ist das für Khabib natürlich eine Katastrophe, gerade oder ausgerechnet gegen Conor McGregor seine Null zu verlieren. Es ist also für mich schon von der Abwägung her ein Kampf, wo es vielleicht mehr Risiko gibt, als am Ende Belohnung abfällt. Aber dass Khabib Nurmagomedov deswegen einem Rückkampf aus dem Weg geht, also dass das der Grund ist, dass er Angst hat zu verlieren gegen Conor McGregor, weil dieser diesmal besser vorbereitet wäre, das glaube ich nicht. Khabib hat dafür in 29 Kämpfen zu sehr seinen Stempel aufgedrückt und zu strikt und konstant seinen Stil durchgezogen. Ich glaube, egal wer sein Gegner wäre, er würde seinen Stil durchziehen, er würde das versuchen, er würde nichts anders machen. Er weiß, was er kann, er weiß, wie er sich darauf vorbereiten kann und warum sollte er in dem Fall jetzt Furcht haben. Ich glaube, wenn man von sich selber und seinen Skills überzeugt ist, dann kommen solche Gedanken eher nicht. Um es kurz zu machen, nein, ich denke nicht, dass sich Khabib Nurmagomedov vor einem Rückkampf gegen Conor McGregor fürchtet. Ich denke gleichzeitig aber auch, dass der Kampf für ihn nicht sonderlich attraktiv ist, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Das Risiko ist höher als das, was am Ende abfällt. Nächste Frage. Ist das Tattoo auf der Brust von Michael Chandler, Blessed, eine Anspielung auf Holloways Nicknamen? Wage ich stark zu bezweifeln, ich weiß es natürlich nicht zu 100%, aber Blessed ist übersetzt, einfach nur bedeutet das gesegnet. Das ist in den USA ein geläufiger Begriff und es ist der Spitzname von Max Holloway, aber Michael Chandler ist ein sehr gläubiger Mensch und empfindet sein eigenes Leben als gesegnet mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinem Sohn. Und deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, sondern dass das einfach nur ein läufiger Begriff ist, so wie jetzt in Deutschland oder generell Europa sich viele Leute asiatische Schriftzeichen tätowieren lassen. Das ist dann einfach eine Aussage und hat für mich keine Verbindung mit Max Holloway. Nächste Frage. Meinung zu Krokop und wie denkst du, hätte er performt, wenn jetzt in seiner Prime wäre und in die UFC kommen würde? Shoutout, bester MMA-Content im deutschsprachigen Raum. Vielen Dank dafür. Ich glaube nicht, dass es bei Krokop viel anders abgelaufen wäre als damals in seiner Zeit in der UFC, denn wenn wir etwas zurückblättern, als er in die UFC das erste Mal gekommen ist, das 2005 um den Dreh, 2006, nagelt mich jetzt nicht genau drauf fest, aber ich denke mal Ende von diesen 2000er Zahlen, und da hat sich mehr oder weniger Sieg und Niederlage bei ihm die Klinke in die Hand gegeben. Warum das jetzt so war, kann ich gar nicht genau in Worte fassen, denn Krokop hat auch in seiner Zeit bei Pride gegen
die unterschiedlichsten Gegner gekämpft und auch gewonnen. Ob das Brawler waren wie Wanderlei Silver, ob das Grappler waren wie Josh Barnett oder Ringer wie Coleman und Randleman. Er hat gegen diese Leute gekämpft und er hat diese Leute auch besiegt. Also ich glaube nicht, dass es da große Schwachstellen waren. Natürlich war er in erster Linie ein Striker, ein Standkämpfer. Er kam mit etwas über 30 Jahren in die UFC, also glaube ich, dass er vom Alter her noch nicht raus war aus seiner Prime. Aber hatte halt nie den Erfolg, den er bei Pride hatte und konnte sich halt auch nicht diesen UFC-Gürtel sichern, um damit seine Karriere noch etwas zu krönen. Nach wie vor heute, wenn wir uns jetzt vorstellen, einen Krokop im Schwergewicht oder Leichtschwergewicht mit seinen Skills, mit seinem linken und rechten Bein, mit Friedhof und Krankenhaus. Klar, das wäre immer noch ein Mann, der ganz oben mit dabei wäre. Aber MMA hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Die Skills, die für die Krokop so gefährlich gemacht haben im Jahr 2004, 2005, 2006, die sind heute natürlich immer noch brandgefährlich, aber MMA hat sich weiterentwickelt. Die Leute sind besser geworden, um gegen Striker zu kämpfen, besser im Grappling, grundsätzlich etwas abgerundeter, was die Skills angeht. Die haben mehr Fähigkeiten, nicht nur Spezialisten in einem Gebiet, wo man früher vielleicht noch den Wrestler einfach nur im Stand halten musste, also den Takedown verhindern musste und der fühlte sich dann an wie ein Fisch auf Land und konnte nicht mehr richtig agieren. Das ist heute nicht mehr so. Wir haben ganz wenige Leute, die reine Spezialisten sind. Krokop wäre immer noch ein gefährlicher Mann. Ob es zum Titel reichen würde, weiß ich nicht. Unterschätzen würde ich ihn aber nicht, wenn er heute in bester Verfassung auftreten würde. Ein sehr unangenehmer Gegner, ein gefährlicher Striker und jeder Striker, gerade im Heavyweight, kann den Kampf innerhalb von einer Sekunde beenden. Darum sollte man ihn auf dem Schirm haben. Der Mann war, um das nochmal deutlich zu sagen, eine absolute Maschine und es hat immer Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Nächste Frage. Echt gutes Video, danke dafür. Bis zur Zeit auf jeden Fall der YouTuber, dessen Videos mich am meisten unterhalten. Das freut mich wirklich sehr. Also ich bin immer wieder baff, wenn so viel Lob kommt und so viel Anerkennung kommt. Das sorgt dafür, dass ich noch viel, viel mehr Spaß an diesem Format oder an dem ganzen Kanal habe. Ich möchte jetzt bald mit MMA anfangen. Deshalb hier die Fragen. Kann man auch als extremer Anfänger in namensreiche Gyms wie UFD gehen oder muss man schon was davor können? Ich gehe erstmal auf die Frage ein, bevor ich die zweite beantworte. Ja klar, du wirst mit Sicherheit in jedes Gym reingehen können. Du wirst aber nicht mit den Profis trainieren. Der Profi-Trainer, der Ringer-Coach, der wird wahrscheinlich auch die Anfänger trainieren. Das heißt, je nachdem könntest du Glück haben und einen namhaften Kämpfer als Coach haben, auch bei den Anfängern. Du wirst aber sehr wahrscheinlich keine Drills, keine Grappling-Einheiten, kein Sparring mit den Profis machen. Macht auch keinen Sinn. Für dich wäre das wahrscheinlich einfach nur Bresche. Wobei einige sagen, dass das gar nicht so verkehrt ist, um den Charakter zu formen, um dich Demut zu lernen. Ich bin davon kein Freund. Ich finde, wenn man Sparring macht, wenn man Grappling-Drills macht, dann sollte man das mit jemandem machen, der vielleicht einen Tick besser ist als man selber. Ich rede nicht von dem Coach. Der Coach soll natürlich ein Fachmann sein. Aber mein direkter Trainingspartner sollte vielleicht nicht um Welten über mir sein, weil sonst einfach ganz schnell Frust einsetzt. Wenn der deutlich schlechter ist als ich, dann lerne ich einfach aus diesem Training nichts. Dann nehme ich nichts mit. Dann wird er mir nichts Neues zeigen können. Und das wäre genau der Punkt für die Profis. Klar ist das gut fürs Selbstbewusstsein, wenn er jetzt ein Profi beim Grappling reihenweise Weißgurte rasiert und innerhalb von 30 Sekunden tappt, würde für ihn aber nicht die Realität widerspiegeln, wenn er dann irgendwann in einem Profikampf steht und sein Gegner vielleicht schon den orangenen Gürtel hat und sagt, nee, den Armbar machst du nicht mit mir. Von daher, nein, als Anfänger wirst du wahrscheinlich nicht mit den Profis trainieren, aber du wirst auch in diesem Gym aufgenommen werden, warum nicht? Die wollen Geld verdienen, solange Platz, Kapazitäten da sind. Klar, geh hin, versuch dein Glück. Zweite Frage, was ist das beste Grappling-Gym in der Nähe von Düsseldorf, Krefeld, Duisburg, wo man aber auch Striken lernen kann? Da empfehle ich ganz klar Gladiators MMA in Duisburg, Said Asmoudi zusammen mit Angelo. Ein sehr, sehr gutes Gespann für mich. Ich war jetzt länger nicht da, natürlich auch pandemiebedingt, aber in meiner Zeit, als ich da war, hervorragender Team-Spirit, super Leute, nicht nur die Coaches, auch die Trainingspartner, richtig klasse, macht Spaß. Die Trainingsgegebenheiten sind vernünftig, man kann dort gut trainieren. Also mir hat es immer viel Spaß gemacht. Wenn die Pandemie vorbei ist, werde ich dorthin auch zurückkehren. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, Gladiators in Duisburg, da Kontakt aufnehmen, anschreiben. Jetzt, während der Pandemie natürlich schwierig, Training ist ausgesetzt, aber sobald die ganze Sache überwunden ist, vielleicht alle geimpft wurden oder irgendeine andere Lösung gefunden wird, machen die wieder auf und dann ist das für mich in diesem Raum eine 1A-Adresse. Nächste Frage. Würden Nate
und Nick Diaz jemals gegeneinander kämpfen? Das kann ich ganz, ganz kurz beantworten. Nein, das halte ich für nahezu ausgeschlossen, weil es ja nicht nur Freunde oder Trainingspartner, sondern wirklich Brüder sind und auch Brüder in so einem Verhältnis, dass der eine den anderen wirklich vergöttert, als absolutes Idol ansieht. Wenn man Nate fragt, wer ist der beste Kämpfer aller Zeiten, wird er ohne mit der Wimper zu zucken sagen, Nick ist der beste Kämpfer. Nick auf der anderen Seite tut alles, um seinen kleinen Bruder zu beschützen. Das hat man bei diesem Interview von Jorge Masvidal auch gesehen, als Nick überhaupt nicht gefallen hat, dass Masvidal von einer Taufe für Nate gesprochen hat, hat gesagt, du sprichst da von meinem kleinen Bruder. Das war für ihn keine Promotion, das hat er schon ernst genommen, da war er sauer drüber. Also wenn die beiden als Brüder doch gegeneinander kämpfen würden, gehen wir mal in die Bizarro-Welt rüber, sagen wir mal, die beiden sind zwar Brüder, aber die kämpfen gegeneinander, sie wissen aber, dass sie Brüder sind. Also es sind jetzt keine Fremden, dann würde ich auf Nick ohne mit der Wimper zu zucken setzen, weil Nate einfach diesen großer Bruder-Komplex hat. Er schaut so sehr nach oben zu seinem großen Bruder, dass er, glaube ich, gar nicht in der Lage dazu wäre, vernünftig gegen ihn zu kämpfen und Nick immer am längeren Hebel sitzen würde, beziehungsweise das bessere Ende für sich hätte. Wenn wir die beiden jetzt als Fighter betrachten und sagen, wir nehmen jetzt mal an, die kennen sich nicht, die sind nicht miteinander verwandt, wir nehmen einfach nur die Skills und versuchen herauszufinden, wer würde denn dann gegeneinander gewinnen, wenn die einfach nur der Kämpfer Nate Diaz gegen den Kämpfer Nick Diaz kämpfen würden, dann wäre das Ganze für mich schon etwas offener, auch wenn die beiden sich natürlich spiegeln. Spiegeln heißt für mich, beides sind gute Boxer. Beide können wahnsinnig viel einstecken. Beide sind Triathleten, also haben eine super Ausdauer. Beide haben bemerkenswert gutes BJJ und beide haben Schwächen gegen offensives Ringen und Low Kicks. Beide sind ungefähr gleich groß. Nick ist, glaube ich, 1,85, Nate ist 1,83. Beide haben die gleiche Reichweite von 1,93 Meter. Die spiegeln sich ungemein. Also das wäre ein interessanter Kampf, wenn die beiden jetzt nicht miteinander verwandt wären und wirklich aufeinander losgehen würden. Tendenz würde ich aber auch hier sagen, Nick Diaz, ich glaube, dass er bei einigen Punkten noch so ein Ticken, aber wirklich nur ein Ticken besser ist als Nate. So ein Ticken aggressiver. So ein Ticken mehr Schlagkraft vielleicht, ein bisschen besseres BJJ, nicht Welten, das sind wirklich nur Nuancen, aber rein vom Gefühl her auch von der Anzahl von wirklich Weltklasse-Gegnern, gegen die Nick gekämpft hat und dass er auch eine beeindruckende Siegesserie in seiner Karriere schon aufs Parkett gelegt hat, würden mich dazu bewegen, dass ich sage, ich würde Nick ganz knapp vorne sehen. Nächste Frage, was sind für dich die nächsten Kämpfe im Lightweight? PS, tolles Video, vielen Dank dafür. Die nächsten Kämpfe im Leichtgewicht, die ich mir jetzt wünsche oder die ich für realistisch betrachte. Vielleicht überschneidet sich das ja. Also die ich mir wünschen würde, wäre Dustin Poirier gegen Charles Oliveira um den Titel. Gehe ich jetzt mal davon aus, Khabib Nurmagomedov ist zurückgetreten. Also Dustin Poirier gegen Charles Oliveira um den Gürtel. Justin Gaethje gegen Michael Chandler. Und Tony Ferguson gegen Conor McGregor. Das wären Kämpfe, wo ich sage, die würden jeden weiterbringen, würde die ganze Division weiterbringen. Alle Top 6 Leute würden gegeneinander kämpfen. Aber das Tolle im Leichtgewicht ist, da gibt es wahnsinnig viele Optionen. Für Dustin Poirier gibt es viele Optionen. Er könnte den dritten Kampf gegen Conor McGregor jetzt erstmal machen, wenn er Geld verdienen will und die Trilogie abschließen möchte. Er könnte einen Rückkampf gegen Justin Gaethje machen. Den ersten Kampf hat er gewonnen. Er könnte da seinen Ruf als bestes Leichtgewicht aktuell nochmal zementieren. Für Justin Gaethje, neben dem Kampf gegen Dustin Poirier, wäre auch ein Kampf gegen Tony Ferguson vielleicht nicht verkehrt. Ja, ich weiß, die beiden haben gegeneinander gekämpft, aber beide kommen aus einer Niederlage, Tony sogar aus zwei Niederlagen. Vielleicht könnte er es Tony in gewisser Weise zurückzahlen, dass Tony seinen Title-Shot riskiert hat für Justin Gaethje und ohne dass Tony einen Weightcut zweimal hintereinander macht, nochmal zeigen, dass er vielleicht der bessere Mann ist und Tony die Gelegenheit geben, sich diesen Sieg, diese Niederlage zurückzuholen. Charles Oliveira würde, glaube ich, gegen jeden kämpfen, solange es um den Titel geht. Michael Chandler, der würde gegen jeden aus der Top-Gruppe kämpfen. Ich glaube, unabhängig, ob es um den Titel geht, dem Mann ist auch egal, gegen wen. Der will einfach nur kämpfen, um allen zu zeigen, ich gehöre nach ganz oben. Also wenn man die Top 5 gegeneinander kämpfen lässt, kann man aktuell da gar nicht so viel verkehrt machen. Das waren jetzt die Kämpfe, von denen ich mir persönlich wünschen würde, dass die so kommen. Was ich für realistisch halte, ist aktuell, dass wir doch Dustin Poirier gegen Conor McGregor sehen. Beide sind sehr lautstark auf den sozialen Medien unterwegs. Ich glaube, das ist eine Sache, die alle drei Parteien machen wollen. Sowohl die UFC, Conor McGregor, als auch Dustin Poirier. Justin Gaethje
der wird sich wahrscheinlich, was einen Titelkampf angeht, erstmal hinten anstellen müssen. Charles Oliveira wäre ein guter Kampf. Ich glaube aber nicht, dass Oliveira diesen Fight eingeht, einfach weil es nicht um einen Titel geht. Und Charles Oliveira will im nächsten Schritt nur noch um den Titel kämpfen. Darum kann ich mir vorstellen, wenn die UFC sagt, Dustin Poirier gegen Conor McGregor, dass man Charles Oliveira gegen Michael Chandler um den Titel im Leichtgewicht macht. Viel hängt davon ab, wer macht jetzt im Leichtgewicht den ersten Schritt. Weil wenn der erste Schritt gemacht wird, dann ist das wie so ein Domino-Effekt, dann fallen die ganzen anderen Steine. Wenn man jetzt weiß, Dustin Poirier nimmt einen Titelkampf, ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, gegen Michael Chandler an, dann haben die anderen klare Verhältnisse und können dann entweder sagen, okay, ich warte jetzt auf den Sieger, was selten funktioniert, oder sagen, gut, dann mache ich jetzt halt weiter und dann kämpfen wir untereinander alles aus. Irgendeiner muss den ersten Schritt machen, im Zweifelfall macht das einfach die UFC. Wenn die sagt, so, wir setzen jetzt fest, einen Titelkampf wird es geben und zwar zwischen Tony Ferguson und Dan Hooker, um jetzt einfach mal eine unrealistische Variante zu nehmen. Das wird wahrscheinlich nicht der nächste Titelkampf sein. Aber wenn man das macht, dann werden sich die anderen positionieren müssen. Abwarten wird nicht funktionieren, einfach weil wir so viele Top-Leute in dieser Gewichtsklasse haben. Jeder, der abwartet, riskiert, dass er von einem anderen, der kämpft, der aktiv ist und gewinnt, überholt wird. Die gesamte Party könnte natürlich auch nochmal gesprengt werden, wenn der noch amtierende Champion sagt, wisst ihr was, ich habe mit meiner Mutter gesprochen, ich komme doch zurück. Das Leichtgewicht ist immer noch eine sehr interessante Division mit, die interessanteste vielleicht, und da wird, da bin ich mir sicher, im Jahr 2021 noch einiges auf uns zukommen und vielleicht sogar die ein oder andere Überraschung. Nächste Frage, glaubst du, Jon Jones würde gegen Ngannou oder Miocic gewinnen? Kurze Antwort, ja, lange Antwort, nein, aber. Die lange Antwort, also kurze Antwort ist damit erledigt, ja, denke ich schon. Das könntet ihr weiter switchen zur nächsten Frage. Lange Antwort, nein, aber es kommt für mich darauf an, wie sich Jon Jones an dieses Gewicht wirklich anpassen kann. Wenn er gerade im Clinch keinen großen Kraftnachteil hat, also wenn er nicht der deutlich schwächere Mann ist, sondern vielleicht sogar im Clinch der stärkere Mann, wenn er jetzt ganz viele Gewichte stemmt und viel Power aufbauen kann in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen und zumindest mithalten kann gegen Ngannou und Miocic. Warum nicht? Jon Jones ist in einigen Sachen mit Sicherheit nicht der Beste. Ich schaue da in Richtung Schlagdefensive. Ich schaue in Richtung Schlagkraft. Aber er ist in ganz, ganz vielen Sachen mehr als überdurchschnittlich gut. Hat dazu noch eine unglaubliche Kampfintelligenz und die körperlichen extremen Ausmaße, um das Ganze noch zusammenzuschnüren. Das heißt, er ist schwer zu treffen, schwer gegen den Käfig zu pinnen, ihn dort zu halten. Gegen Stipe Miocic wäre das wirklich für mich ein Kampf von zwei sehr, sehr guten MMA-Kämpfern, die über hervorragende Skills verfügen und den Kampf auch über mehrere Ebenen tragen können. Gegen Francis Ngannou, da ist für mich die entscheidende Frage, kann Jon Jones lange genug der Schlagkraft von Francis Ngannou entkommen, bis dieser müde wird? Und ich glaube nicht, dass Ngannou von Jon Jones K.O. geschlagen wird. Aber kann er ihn, wenn er müde ist, dann auf den Boden bringen und das mit ihm machen, was Stipe Miocic gemacht hat? Ich halte das für möglich. Genauso halte ich es natürlich für möglich, dass Francis Ngannou ihm die Lichter ausknipst. Dafür hat Ngannou einfach zu viel Power. Aber, und ich wiederhole mich da etwas, Ngannou hat in seinen letzten Kämpfen, auch wenn das überzeugende Siege waren gegen wirklich Top-Leute, nichts Neues gezeigt. Wir wissen immer noch, er ist in der ersten Runde vor allem, aber auch noch in der zweiten sehr gefährlich. Man muss auf seine Schläge aufpassen. Was passiert aber, wenn man über diese Zeit ihm ausweichen kann, ihm entgehen kann? Wir haben das eindrucksvoll gesehen im Kampf gegen Stipe Miocic und ich halte Jon Jones für absolut fähig, das Gleiche zu tun. Vielleicht auch mit diesem Oblique-Kick, diesem Kick von vorne, ja, Richtung Knie, Oberschenkel, für ein ganz neues Gefühl bei Ngannou zu sorgen, eine ganz neue Facette, eine neue Technik, die ihr vielleicht so noch nicht kennt, was im Heavyweight noch nicht gang und gäbe ist. In die unteren Gewichtsklassen hat sich das schon viel mehr verbreitet. Und da glaube ich schon, dass Jon Jones das über eine Entscheidung machen könnte. Gegen Miocic, da wird es für mich schon etwas schwieriger, weil Miocic ein sehr ausgeglichener Kämpfer ist, hat nicht nur Power in seinen Fäusten, kann auch was einstecken und ist auf dem Boden kompetent. Also da würde es schwieriger werden. Aber wenn DC es schafft, Miocic zu besiegen, warum sollte es Jones nicht auch schaffen? Ich mache jetzt keine MMA-Mathematik, dass ich sage, Jones besiegt DC, DC besiegt Miocic, also wird Jones auch Miocic besiegen. Ich sage nicht, dass er der Favorit ist, aber wenn er es ein Mann schafft, den Jon Jones auch besiegt hat, dann glaube ich, dass er auch dazu in der Lage ist. Es ist ein anderer Stil und DC hat das Ganze auch im Infight gewonnen mit diesen
kurzen Schlägen, nachdem der Clinch gelöst wurde. Nicht unbedingt eine Taktik, die John Jones fährt, das muss man dabei bedenken. Aber ich halte es bei beiden Männern für möglich, weil Jones wirklich, die ganzen Dopingvorwürfe mal außen vor gelassen, ein verdammt guter MMA-Kämpfer ist, in einem hervorragenden Camp und noch dazu ziemlich clever ist. Sollte für ihn möglich sein, wenn er seinen Körper anpassen kann, auch im Schwergewicht, für richtig Furore zu sorgen. Nächste Frage. Was denkst du, wie würde ein Kampf zwischen Khabib und Nate Diaz ablaufen? Ich versuche es mal in Prozent auszudrücken, 80% wahrscheinlich nicht im Sinne von Nate. Einfach weil Khabib den ultimativen Stil hat, der schon immer den Diaz-Brüdern gefährlich geworden ist. Und das heißt, dieser Grappling-lastige, dieser Ringer-lastige Stil. Khabib könnte natürlich den Fehler machen, sofort All-In gehen in der ersten Runde und versuchen, Nate auf Teufel komm raus zu finishen. Ich glaube nicht, dass er das schaffen würde, weder mit Schlägen noch mit einer Submission. Dafür ist Nate zu zäh, was die Schläge angeht, und zu gut, was das BJJ angeht, als dass man ihn einfach so submitten könnte. Falls Khabib diesen Fehler machen sollte und sagt so, ich verbrenne jetzt wirklich mein ganzes Feuer in der ersten Runde und es klappt nicht und er ist absolut platt, also wenn er den Fehler macht, den McGregor im ersten Kampf gegen Diaz gemacht hat, dann könnte es interessant werden, weil Diaz eine super Ausdauer hat und dann vielleicht hinten raus, je länger der Kampf geht, irgendwas rausholen kann. Oder Khabib dann bei einem Takedown, bei einem Single-Leg-Takedown mit einer Guillotine erwischen könnte. Das halte ich dann für möglich, dafür ist Nate auch einfach zu gut. Aber ich glaube nicht, dass Khabib so dämlich in den Kampf gehen würde und sein gesamtes Feuer direkt in Runde 1 verbrennen würde. Er würde Nate auf den Boden bringen. Die Submission-Verteidigung von Khabib ist außergewöhnlich gut. Er wäre nicht sofort in Gefahr, submitted zu werden, außer er würde übermütig werden und irgendwie nur blind auf Nate einschlagen wollen. Aber warum sollte er das tun? Das hat er in seinen bisherigen Kämpfen auch nicht gemacht. Auch da hat er immer äußerst clever auf dem Boden gekämpft. In den meisten Fällen keine leichtfertigen Aktionen gemacht, nicht leichtfertig seinen Hals angeboten. Also ich glaube, in 12, 13 Kämpfen, wie viel hatte er jetzt in der UFC? Da gab es zwei Leute oder drei Leute, die mal kurz seinen Hals wirklich erwischt haben. Das war RDA, das war Michael Johnson und das war Dustin Poirier. Dustin Poirier, das war vielleicht nicht knapp, aber das war schon ziemlich gut von Dustin und Khabib musste da auch seine Position verändern. Auch gegen RDA war das der Fall. Aber wir reden hier von kurzen Momenten. Im Großteil war Khabib relativ safe, was den Boden angeht. Er würde Nate wahrscheinlich auf den Boden bringen oder gegen den Käfig halten und dort eine 50-45-Punkte-Entscheidung würde er rausholen. Also das wäre mein Tipp. Großer Favorit in diesem Kampf wäre für mich Khabib Nurmagomedov. Außer, wie gerade gesagt, er macht den Fehler, wird leichtsinnig, will Nate zu früh finishen, hat aus irgendeinem Grund dann keine Ausdauer mehr, ist müde, dann würde Nate ihn im Stand einmal unter Strom setzen, also ihn wirklich öfter mit seiner Links-Rechts-Kombination erwischen und vielleicht sogar auf eine Submission gehen. Aber großer Favorit in diesem Fight für mich, Khabib Nurmagomedov. Letzte Frage, wie stark schätzt du Bellator gegenüber der UFC ein? Glaubst du, der Champion von Bellator würde sich überhaupt in den Top 3 der UFC einreihen können oder sind das doch zu große Unterschiede? Ich glaube, die Frage hast du schon hervorragend gestellt, weil ich glaube, die Champions von Bellator sind absolut konkurrenzfähig mit den Champions in der UFC. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, wer aktuell einen Titel trägt, das ist im Schwergewicht Ryan Bader. Das ist im Leichtschwergewicht Vadim Nemkov, dem ich gute Chancen auch im Leichtgewicht bei der UFC ausrechnen würde. Musashi im Mittelgewicht ebenfalls sehr gute Chancen, also zumindest Top 3. Das war ja die Frage, ob die zu den Top 3 gehören würden. Douglas Lima im Weltergewicht genauso. Es gibt natürlich, diese Leute sind nicht unbesiegbar, das sieht man auch an dem Kampfrekord, aber von der Qualität her sehr, sehr starke Leute. Im Leicht- und im Federgewicht mit Patricio Pitbull Freire, ein Mann, der wahrscheinlich weltweit zu den Top 2, Top 3 Kämpfern zählt und absolut auch in der UFC konkurrenzfähig wäre. Gerade jetzt, wo Khabib Nurmagomedov, der mit seinem Grappling-lastigen Stil vielleicht ein Problem für den etwas kleineren Patricio wäre, glaube ich, dass er sich im Leichtgewicht sehr, sehr gut schlagen würde. Auch Archuleta im Bantamgewicht glaube ich nicht, dass er in der UFC überrollt werden würde. Genauso wie bei den Frauen Chris Cyborg. Ja, sie hat eindeutig verloren gegen Amanda Nunes, aber davor hat sie ja auch reihenweise Gegnerinnen zerstört in der UFC. Ich glaube, die Champions sind auch nicht so sehr das Problem. Es gibt auch vielversprechende Talente wie AJ McGee, die, glaube ich, in Zukunft auch den Sprung wagen werden in die UFC.
Das Problem ist für mich bei Bellator in der Quantität. Qualität haben sie, aber nicht so breit gefächert wie in der UFC. In der UFC ist wirklich meistens in jeder Division die Top 10 ein absolutes Haifischbecken. Und bei Bellator ist es meistens eher so Richtung Top 5 oder Top 3, dass wir da die absolut gefährlichen und super Gegner haben. Da gibt es jetzt auch Ausnahmen, das Leichtschwergewicht. Das wandelt sich gerade sehr schön bei Bellator mit vielen hervorragenden Gegnern. Aber grundsätzlich fehlt Bellator noch so ein bisschen an der Quantität. Qualität ist aber punktuell auf jeden Fall vorhanden und ich glaube auch, dass die in dem Bereich mithalten können mit der UFC. Ich habe meinen Traum von der Cross-Promotion noch nicht aufgegeben, dass wir irgendwann mal Champion versus Champion sehen werden. Das war's mit Frag Let's Fight für diesen Samstag. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen habt, packt ihr unter das Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Passt auf euch auf. Bis demnächst und Let's Fight!